Moin, meine lieben Stachel, willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Heute geht's mal in das Statement von Tanzverbot zur Prügelei von der Gamescom. Und ab geht's. Doppel Peace, hier ist wieder Tanzverbot und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Ich befinde mich hier gerade in der Creator Lounge, weil ich mich aus diversen Gründen hier verstecken muss. Hi, erstmal Grüße an euch alle und ich würde jetzt gerne erstmal mein Chat ausmachen. Ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich Bock habe, auch rauszugehen, weil es ist halt ultimativ anstrengend. Nicht, weil ich Angst habe, dass irgendwas passiert, aber es ist einfach wirklich, alle, die mit mir rumlaufen, die können das ja bestätigen. Ich bin halt einfach ein absoluter Superstar und deswegen, alles gut, aber es ist halt, die Gamescom und hier ist konzentriert die ganze Elite. Tanzi, wir lieben dich, einzige ehrliche Haut. Nein, ich bin nicht der einzige ehrliche, aber ich bin ehrlich. Einer der wenigen Überbleibenden. Ich bin bestimmt kein perfekter Mensch, das soll hier keiner denken. Ich habe auch meine Fehler, so Aggressionsprobleme, ganz bestimmt 100%. Ja, leicht, haben wir gesehen, leichte Aggressionsprobleme, kurze Zündschnur. So, aber es gibt halt auch manchmal führen halt Provokationen dazu, so, wenn es halt Leute gibt im Internet, die halt fünfmal schreiben, dass alle deutschen Creator Schwänze sind und ich mich auf dem Klo verstecke und man die ganze Zeit irgendwie nur dreist irgendwas rumbrabbelt und dann will man jemanden zur Rede stellen und dann wird es aggressiv, so, dann. Und die eigentliche Person, die dann die ganze Zeit einen Affen gemacht hat, dann auf einmal in der wirklichen Eskalation irgendwo 8 Meter hinten steht und von hinten irgendwie so rumbrüllt, so weit weg ist, dass man fast gar nicht hört, was er sagt. Das ist halt. Naja, was soll ich dazu sagen? So mit Edis, guck mal, mit Edis habe ich auch überhaupt gar kein Problem. So, der hat einfach nur seine Sache gemacht. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, dass er hat halt nur in eine Richtung versucht zu schlichten. So. Ich werde von hinten die ganze Zeit weiter beleidigt und der hält mich halt ab, damit die halt weiter beleidigen können. So. Sorry, das war halt. Er hat nichts gemacht, er hat ja alles gut, er ist, glaube ich, mehr oder weniger auch der Grund dafür, warum das nicht komplett eskaliert. Es ist ja einfach so, so, weißt du, so, wenn der nicht davor gewesen wäre, wäre das schon. Dass der dich dann so festgehalten hat? Das ist dieser Kämpfer. Der ist auch ein cooler, kein Problem, er hat mich auch mal gehostet, ich war ihm dankbar dafür und sowas. Aber das natürlich ist er vielleicht auch ein bisschen parteiisch, weil das sind seine Freunde und wir kennen uns halt nicht, so keine Ahnung, so, aber er hält mich halt ab und Sko und Orange Morning. Ja, gut, wenn er wirklich MMA-Kämpfer ist, dann weiß er natürlich auch, was passieren kann bei so einer Schlägerei. Naja, also wir lassen jetzt mal den ganzen Aspekt, dass das absolut Kindergarten war und so, das lassen wir jetzt mal eben weg. Der weiß, was passieren kann, wenn man sich auf die Fresse haut. Ganz klar. Und dass der vielleicht auch einfach nicht eingreift, sondern sich einfach nur dazwischen stellt und versucht, so ein bisschen zu schlichten oder dass es nicht eskaliert, ist eigentlich auch cool dann. Weil jetzt stell dir mal vor, der würde mit reingehen. Ja, der würde den Leuten ja, egal wem er die Schelle zieht, aber der würde sich ja am nächsten Tag noch drehen. Und das Gebiss wäre wahrscheinlich auch weg. Dementsprechend, ja, ist irgendwie schwierig. Klar hatten wir dieses Ding, das von hinten beleidigt wurde, weiter. Und ja, müsste nicht drum rumkommen. So eine feigen Fassen gibt es halt immer, ne? Und beleidigen mich weiter von hinten, so, das war jetzt sinnlos. Ich würde das Ganze hier auch nicht, du hast angefangen, ihr habt doch alle gar keine Ahnung, ihr habt einen Videoausschnitt gesehen, ihr habt doch gar keine Ahnung, wie die ganze Situation entstanden ist. Was für du hast angefangen? Guckst du irgendein Video auf TikTok an und denkst, du wärst dabei gewesen? Breakout Rooms, fresh bist du wieder. Seid ihr hier? Seid ihr auf der Gamescom? Kommt bitte in die Creator Lounge. Ronny, danke schön für den Sub. Nee, Edis hat gar nichts gemacht. Er hat mich einfach nur weggehalten. So, das Einzige, was man halt sagen kann, ist, dass er halt mich weggehalten hat und die halt die ganze Zeit weitergemacht haben und das halt nicht wirklich schlichtend zur Situation beigetragen hat. Ja, was soll ich sagen? Ich bin auf jeden Fall kein Freund. Ich will jetzt hier auch nichts irgendwas verherrlichen. Ich will hier nicht sagen, so prügeln geil, will ich überhaupt nicht so. Aber ja, weiß ich, vielleicht war es irgendwie auch klar, dass es passiert. Man muss halt auch dazu sagen, er hat halt 20 Mal weiter provoziert auf Dings. Beide haben geschrieben, ey, er versteckt sich auf Toilette. So, dann hat er ja noch Stress mit einem anderen gemacht. Dann kam er noch irgendein anderer Zuschauer, der da mit der Kamera so vor ihm stand und der so, ey, mach das mal aus. Ja, was du weißt, bei ihm rastet er so aus und bei mir hängt er irgendwo hinten. Ich will auch gar keinen Beef mehr. Ich habe auch gar keinen Bock, mich nochmal mit dir zu streiten oder die nochmal zu sehen. Ich will da gar nichts befürworten. Ich will gar nicht, dass ihr denkt, dass ich. Ich will einfach nur, wenn irgendeine ungerechte Situation passiert, dann macht mich das halt sauer. Ich will mich mit niemandem schlagen oder mich streiten. Und ich habe auch niemanden angespuckt. Das ist ganz wichtig. Ich habe niemanden angespuckt. Und dafür gibt es auch hunderte videotechnische Belege, die zeigen, dass ich nicht gespuckt habe, sondern ich habe geschubst, nachdem Dings zweimal eine neben mir Härte angegangen ist. Und daraufhin habe ich ihn geschubst und dann fängt er auf einmal an, so zu machen. Junge,
Junge fängt da auf einmal hier an, graue Schwimmen zu machen im Schwimmbecken, Alter. Junge, was soll denn das? Und Picatina, Grüße geht auch raus an dich. Ich will nur, dass ihr das wisst. Ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie Gewalt verherrlichen finde oder sowas. Ich hasse das, ich habe keinen Bock darauf. Das Problem ist nur, die Leute werden respektlos. Und ich will jetzt hier, die Leute, die meinen Werdegang so ein bisschen mehr kennen, die wissen halt, dass ich auch in der Vergangenheit viel Scheiße erlebt habe, so was Mobbing angeht, in der Schule. Und irgendwann durch YouTube habe ich es und durch Twitch habe ich es dann geschafft, da rauszukommen, weil auf einmal Leute zu mir gestanden haben. Und ich reagiere einfach extrem allergisch auf Ungerechtigkeit oder wenn irgendwelche Leute mir irgendwas vorwerfen oder mich irgendwie auslachen oder mir einfach böse kommen und deswegen, das ist halt scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin kein Freund davon und ich will auch nicht sagen, dass irgendwer was richtig gemacht hat. Niemand hat was richtig gemacht. Diese Situation hätte niemand so eskalieren können. Ja, ist eine richtige Aussage. Finde ich auch gut, dass er selbst das sagt. Also, ne, sich jetzt nicht selbst in die Position bringt, ja, ich habe alles richtig gemacht, die haben mich ja zuerst beleidigt, sondern dass er sagt, im Endeffekt war es von allen Beteiligten scheiße und das ist ja auch genau das, was es ist. Ich kann ihn da so ein bisschen nachvollziehen, klar, wenn du immer angegangen wirst und wie gesagt, die Geschichte ging ja schon vor der Gamescom auf Twitter auch irgendwie los, zieht sich ja irgendwie alles schon ein bisschen länger hin, irgendwann platzt dir der Arsch, das ist einfach so. Nur in dem Moment hätte er natürlich auch einfach gehen können, denke ich mal. Also sich umdrehen, weggehen, so. Und sagen, dann vielleicht noch irgendwie live gehen und sagen so, hier, guck, ihr seht hier, die beleidigen mich gerade irgendwie, ich habe da keinen Bock drauf, ich gehe raus aus der Situation, alles kacke, die können mich mal am Arsch lecken, fertig. Ja, dann wäre es vielleicht auch nicht so eskaliert, so, das ist, aber... Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Wie gesagt, irgendwann platzt einem der Arsch und so, habe ich schon gesagt. Wir machen mal weiter. Was ich auch mega schade finde, ist hier, Stern-TV hat darüber berichtet, Spiegel hat darüber berichtet, Bild hat darüber berichtet. Ich finde das so scheiße, dass die Gamescom da immer als so, hier boxen sich alle. Ich laufe seit 3 Tagen auf der Gamescom rum und ich hatte nicht eine schlimme Situation. Ich laufe draußen frei rum. Ja, ich werde alle 5 Sekunden angesprochen, aber keiner ist böse. Niemand ist böse. Es war nur diese eine Situation und das will ich hier auch nochmal klarstellen. Das auf der Gamescom ist keine Gewalt. Das war jetzt nur diese Situation, weil wir aufeinander getroffen sind und es vorher schon Provokation gab. Ich will hier nochmal klarstellen, dass die Gamescom mega schillig ist und dass hier überhaupt... Also, ich habe jetzt das von der Bild nicht mitgekriegt oder allgemein von denen nicht, aber der Bild stelle ich mir wieder diese mega Überschrift voll, mega Gewalt unter den Gamern. Weißt du, irgendwie wieder so eine Bild-Zeitungs-Scheiße, die sich dann wieder irgendeine Kacke aus dem Arsch saugen, einfach nur wieder hetzerisch irgendwie daherkommen. Das können sie ja immer ganz gut. Ja gut, bei Stern-TV, Spiegel-TV, weiß ich nicht, ob es da genauso schlimm ist, wahrscheinlich, also eher nicht. Schlimm ist halt immer, wenn die Medien, die sehen etwas, greifen es auf und machen eine Schlagzeile draus, ohne irgendwelche Hintergrundinformationen. Das ist halt nicht mehr guter Journalismus, sondern einfach nur noch Scheiße schreiben. Da nimmt man sich 2-3 Tage, guckt, was dahinter war, und dann macht man einen richtigen Post oder eine richtige Reportage draus oder ne, wie auch immer. Aber das ist halt so das Problem an den heutigen Medien. Einfach nur aufgreifen, raushauen und dann ist alles komplett aus dem Kontext gegriffen. Die haben keine Hintergrundinformationen und alles wird scheiße. Und die Bild-Zeitung setzt halt nochmal 10-mal einen drauf, indem sie irgendeinen Dreck schreiben. Aber so richtigen Dreck noch mit rein. Erfundene Pisse. Und ist einfach so. Nichts in der Art und Weise passiert. Das ist mir wichtig. Dass hier das nicht dargestellt wird, hier die Schlägermesse oder sowas. Alle chillen hier miteinander. Alle kommen hierher, weil die miteinander connecten wollen, sich treffen wollen. Hier gibt's keinen Stress. Es war nur diese eine Situation gewesen. Und Stream Sniper, sein Opa, Dankeschön für den Sub. Grüße geht raus an dich. Du bist der Auslöser. Nein! Der Auslöser war gewesen, ich stand mit allen dreien, ich bin zu allen dreien, nee, die waren ja zu fünft, ich bin zu denen hingegangen und wollte die Situation klären, weil ich keiner bin, der sich mehr unterkriegen lässt. So, weißt du, wenn er 80 Posts macht, ich bin da hingegangen, dann sind meine Leute natürlich noch mitgekommen. So,
Und dann sind wir uns immer näher gekommen und dann ist es halt eskaliert. So, dann kam es halt, der Auslöser, wie man es jetzt sehen will, der Auslöser war halt eine andere Frau, was übrigens nicht Lola war. Das haben auch einige Leute geschrieben. Das war nicht Lola gewesen, das war eine andere Freundin gewesen. So. Und sie hat natürlich so, wie Frauen immer machen, lass sie in Ruhe, mach doch nicht so. Man kennt das ja so, wenn sich irgendwie Typen schlagen, dann gehen die Frauen immer so dazwischen. Und so war das gewesen und dann ist Orange Mommy Stars ja hart rangegangen. Ich weiß nicht, ob man das videotechnisch sieht. Ich glaube, man kann das auch sehen, dass er da ziemlich hart draufgegangen ist. Und dann habe ich ihn geschubst und dann ist er ja ausgerastet. Und das war der Auslöser gewesen. Weil ich dachte, was ist mit ihm los, Alter? Schlag doch die Frau nicht. Oder geh sie hart an. Und was ich auch nochmal ganz klar in den Vordergrund stellen will, sind die Posts, die Skogo gemacht hat, genau danach. Wer aufs Äußerste gelogen hat, also aufs... Skogo hat am Anfang, wo das Video schon online war, aufs Äußerste gelogen. Die Posts hat er, glaube ich, sogar noch online, wo er schreibt, dass wir waren hier hinter Halle 8 gewesen, wollten nur mit unseren Zuschauern Fotos machen und dann kommt Hansi, fängt uns zu prügeln und hat eine Streamerin geschlagen. Das schreibt er auf Twitter. Das schreibt er. Wo habe ich eine Frau geschlagen? Wo habe ich eine Frau geschlagen? Weißt du, was ich meine? Ja gut, also wir haben es jetzt ja schon in ein, zwei Videos gesehen irgendwie und also Skyros ist so ein Typ, dem würde ich nicht mal die Uhrzeit glauben. Ist einfach so. Der lügt, wenn er das Maul aufmacht. Fertig. Mehr braucht man dazu, glaube ich, auch einfach nicht sagen. Und das, wie gesagt, vorher schon auf Twitter provoziert wurde, sollte man auch nicht außer Acht lassen. Ne? Überhaupt nicht. So ein Geschwafel. Der hat 20 Tweets gemacht, wo er absolut rumgelogen hat. Und darüber redet keiner. Dass er das gemacht hat. Der hat rumgelogen. Genau wie mit diesen Anspucken. Orange Warren sagt, ich habe ihn angespuckt. Wo habe ich ihn angespuckt? Er nutzt einfach die Gelegenheit, dass es im Video so aussieht, als ob. Aber er weiß selbst, dass ich ihn nicht angespuckt habe. Sein Auslöser war, dass ich ihn so geschubst habe und er halt wegfliegt und er sich in seiner Männlichkeit angegriffen gefühlt hat. Shutu Gal Mario, Dankeschön für den Stufe 1 Sub. Und das sieht man. Setzt euch genau mit dieser Thematik auseinander. Setzt euch damit auseinander. Ich habe niemanden angespuckt. Das wäre absolut ehrenlos. Ihn da anzuspucken, habe ich nicht gemacht. Ihr könnt gerne, ja, es gibt Tweets darunter, die geschrieben haben, hier, guck mal, hier sieht man es genau und dann gehen Leute aber nochmal näher dran und dann kann man aber erkennen, dass ich nicht gespuckt habe. Ich habe nicht gespuckt. Glaube ich ihm auch. Vielen Dank für die ganze Unterstützung hier auch nochmal an alle. Grüße geht raus an dich. Wie gesagt, mir geht dieses Thema auch mega auf den Sack. Ich bin kein Freund davon. Ich war an dem Tag dann auch noch relativ schlecht gelaunt, so dann bin ich am Ende noch ins Bootshaus gegangen. Das ging dann so einigermaßen, aber es war halt trotzdem absolut unnötig. Das hätte nicht sein müssen, so, das hätte man auch irgendwie anders klären können, aber die Gemüter waren halt auch angespannt und dann auch was er geschrieben hat, dann Tanzverbot und seine Leute sind dann zu uns gekommen und haben sich angefangen mit uns zu prügeln. Meine Leute, Mann, Mr. Trashpack und Herr Newstime, wir sind auf jeden Fall die übelste Schlägerbande bekannt. Ich will nicht sagen, dass es Lappen sind, aber guckt euch den Newstime und Mr. Trashpack an, wir sind doch keine Schläger, Mann, wir wollen chillen. Wir treffen uns hinter Halle 8, weil wir chillen wollen zusammen. Die Halle 8 Gang ist das nämlich. Die sind härter als 187 auf jeden Fall. Ich mag die beiden und wir treffen uns immer hinter Halle 8, um miteinander irgendwas zu machen. Weißt du, der sagt hier Tanzverbot und seine Leute. Bruder, euer Herr Newstime. Ja, wahrscheinlich. Herr Newstime läuft auf die Leute zu und prügelt erstmal aufs Kuchen rein, so nach dem Motto. Mit der Base. Ja, typisch. Mann, ey, Herr Newstime hat sich schon wieder nicht unter Kontrolle gehabt. Typisch Thomas. Der sich aber wirklich auch nochmal eingesetzt hat. Deswegen auch nochmal Grüße an euch. Die sich hier wirklich. Grüße geht ja auch nochmal raus an Herrn Newstime. Also, Herr Newstime zieht seine Base. Holt aus, Alter. Und der Typ, der das abkriegt, denkt sich am nächsten Tag, Alter, die Zähne raus, die Augen blau, was war gestern los? An Mr. Trashpack, an ganz wichtig, auch Hashtag, Grüße geht auch raus an dich. So, die waren alle dabei, die haben alle zur Schlichtung der Situation und ganz tolle Grüße gehen auch nochmal raus an Lola, die leider mit am meisten Leid davon getragen hat. Das ist das, was mich nicht mit, sondern am meisten Leid. Weißt du, ich war ja der den Streit mit der Situation hatte und ich war am Ende der nichts abbekommen hat. Das hat mir, ich habe auch mit Lola gesprochen, wir haben auch Privatzeit miteinander verbracht und das besprochen. So, das ist, zwischen uns ist auch alles wieder gut, aber es war trotzdem, die Situation hat mich gebrochen, weil ich mir so dachte, Mann, du kleiner, mieser Penner. So. Ihr müsst halt dazu auch verstehen, wo diese Situation entstanden ist und Orange Morning dann in die Masse reingeschlagen hat, hat er halt Lola 100%, er sagt auch, er hat keine Frau geschlagen, man sieht in allen Videos, ob das jetzt Absicht war oder keine Absicht, war wahrscheinlich keine Absicht, Fakt ist, er hat sie geschlagen, man sieht es in dem Video, wie sie denn rausgeht und das war da. Er hat sie auf jeden Fall erwischt, ne? Ob es jetzt ein richtiger so Treffer war oder
einfach so rauf oder ist ja völlig egal. Auf jeden Fall hat er sie erwischt und das kann er nicht leugnen. Das, was mich dann, was denn bei mir Endlevel war, da habe ich gesagt, Digga, was fällt ihm ein? Und da wollte ich halt, ich wollte ihn kaputt machen. Ja, in dem Moment, Digga, er hat Lola geschlagen. Hat er. Und ich wusste ja in dem Moment nicht, ob Absicht oder Unabsicht, keine Ahnung. Aber er hat es gemacht, auch wo sie gesagt hat, dass es nicht so ist, aber man sieht ja in den Videos, dass es so war. Ja, das ist natürlich in so einer Situation dann, du siehst das, Adrenalin ist ja eh schon, ne? Der Puls ist bei 350 oder so. Da ist es auch schwer, dann, wenn du eh schon so in Rage bist, noch rational zu denken. Deswegen sage ich ja immer wieder, man hätte im Vorfeld schon viel, viel früher sagen müssen, ey, komm, ey. Als Beispiel, die gehen raus aus Hinterhalle 8 und sehen, dass diese anderen Vollidioten da sind, sofort wieder kehrt machen. Sollen sie doch schreiben, guck mal, die sind feige, die hauen ab, ist mir doch scheißegal, so nach dem Motto. Ne? So hätten sie reagieren müssen. Ich bin nicht abgehauen, ich hatte einfach nur keinen Bock auf Stress. Und bin wieder umgedreht. Fertig. Ich wollte natürlich deeskalieren in der Situation, aber es war so gewesen. 100% könnt ihr euch gerne die Videos angucken. Und da bin ich natürlich komplett außer Haut gefahren. So, da bin ich komplett ausgerastet. Wie gesagt, ich will hier keine Seite irgendwie in Schutz nehmen. Ich habe nicht richtig gehandelt, die haben nicht richtig gehandelt. Fertig. Ich möchte hier niemals irgendwie Schlägereien oder sonst irgendwas befürworten. Es war einfach eine scheiß Situation gewesen. Ich will auch gar nicht mehr auf irgendwas. Du darfst dich gerne setzen. Ich will auch gar nicht mehr auf irgendwas in der Art. Es soll deinen Fuppen hier. Du kannst doch machen, was du willst. Ja, aber so. Weißt du, einfach dazu setzen geht ja nicht. Also. Schon mega seltsam, aber ist kein Problem. Deswegen, das war halt der Punkt, da war bei mir Endlevel so. Ich glaube, danach wäre sogar Ruhe gewesen, wenn ich nicht gesehen hätte, dass er in Lolas Kopf gekommen ist. Ich verstehe nicht, wie man ein Statement hochladen kann und so dämlich sein kann und sagen, ich habe niemanden geschlagen und ich habe mit ihr geredet. Und das alles. Denn niemand hat. Sie hat mir, das muss man sagen, Orange hat ihr privat geschrieben, aber sie hat den Chat zu dem Zeitpunkt nicht offen gehabt, wo er das Statement schon hochgeladen hat und gesagt hat, ich habe mit dir geredet, du hast mit niemandem geredet. Mit niemandem hast du geredet. Digga. Selbe Ding wie bei Skurrus, auch Orange Morange ist so ein Typ, auch dem würde ich nicht mehr die Uhrzeit glauben. Lügt auch dann, wenn er das Maul aufmacht. Kannst du auch nicht einfach in dein Statement schreiben, dass du niemanden geschlagen hast, wenn man in 200 Videoausschnitten sieht, dass du es getan hast. Es war keine Absicht, es war bestimmt keine Absicht. Du bist einfach reingegangen in die Menge, aber du hast es auf jeden Fall in Kauf genommen, dass auch andere dadurch getroffen werden, wenn du da wie so ein Rad reinrennst. Als ob wir jetzt hier gerade bei irgendwelchen Sportübungen sind. Ja, zeig mal, was du drauf hast. Willst du deine Eins haben? Ein bisschen rudern. Sag mal. Ich bin ein Aggressiver auf die Leute zugegangen. Ich bin doch nicht dämlich. Junge, da stand diese Addis und fünf andere, als ob ich alleine auf fünf Leute losrenne. Und ich bin da alleine hingegangen. Ich bin alleine hingegangen, um ihnen zu zeigen, dass nicht jeder. Die hat ja gesagt, alle deutschen Creator sind Schwanzlutscher. Alle haben im Internet eine große Fresse, aber keiner traut sich ran. Und dann kommt einer und dann hängt Sko irgendwo hinten. So, der ist doch so. So, ich will nichts befürworten, Dankeschön. Aber dann soll er doch wenigstens mit mir reden und sich irgendwo am Ende hinten hängen. Was soll denn das? Du hast es auch mitbekommen, oder? Ja, ich hab das gestern gesehen am Feierabend. Alter Herr Stark, Grüße geht raus an dich. Vielen Dank für deine Unterstützung. Das war schon heavy, ey. Ja, unnötig auch. Und dann geht es überall rum. Was mich halt nervt, ist, das nervt mich wirklich, dass wir halt den Ruf auch runterziehen von dem hier. Das nervt mich halt, dass es so dargestellt wird, als ob hier alles aggressiv ist. Ist es aber nicht. Ist ja gar nicht. Hier ist ja nichts. War hier neben dem noch irgendein anderer Fall gewesen? Hier hängen 40.000 Leute rum, hier passiert nichts. Sie wollen doch alle chillen, einfach nur ihre Leute treffen. Ja. Ne? Naja, eben. Deswegen. Ein krankes, impulsives Statement, ja. Das kommt noch dazu. Dann haben die auf einmal auf Twitter, einen Kommentar rausgehauen. Kannst du das mal aufmachen vielleicht? Ja. Das von Twitter? Ja, das von Twitter von denen, von der Experian. Dann haben die sich so unter Druck gesetzt gefühlt, irgendwie durch meine eine Insta-Story, dass sie auf Twitter. Ich weiß nicht, wer bei der Experian hinter diesem Social Media steckt, aber die haben irgendwie ein Problem. Die haben irgendwie ein Problem. Du bist am Drippen. Was sagt ihr zu meinem Outfit? Ey, ich hab das jetzt schon mehrmals angehabt, aber das ist mein Lieblingsoutfit. Das ist so geil, Alter. Ich liebe das so sehr, das ist geil. Grüße geht raus an die Marke Daily Paper, ich liebe die. Ist jetzt nicht meins, aber das ist Geschmackssache. Wirklich. Die haben hier so einen Post gemacht. Wir konnten aufgrund der Auseinandersetzung auf der Gamescom nicht für Tanzverbotssicherheit garantieren. Extrem viele Anmeldungen und großes Aufkommen. Auf unserem Event kein Bad Blood und schade wegen dem impulsiven Statement bestätigt aber nur unsere Entscheidung. Erstmal. Soll ich das impulsive Statement nochmal aufmachen? Oder? Das impulsive Statement kannst du gerne auch nochmal aufmachen. So, Hausrecht, die können sagen, was sie wollen. Ich fand es trotzdem ein bisschen lächerlich überzogen, wenn die Gamescom das gemacht hätte. Wenn mich die Gamescom rausgeschmissen hätte, weil die gesagt haben, geht gar nicht mehr und die dann nachziehen, hätte ich Verständnis dafür. Die Leute sind zu mir gekommen, die haben gesagt, ey, geht gar nicht, hör bitte auf damit.
lass dir hier bitte nichts mehr zu Schulden kommen und ich bin immer noch hier. Wisst ihr? So, was fällt denen ein? Was fällt denen ein, jetzt mich als Sicherheitsrisiko darzustellen, als ob ich überall Schlägereien habe, wenn irgendwo was ist? Es war alles chillig. Ich bin mit Lola da hingegangen. Keiner hat Stress gemacht. Ich habe mich mit 2, 3 Leuten sogar gut unterhalten. Grüße geht raus an Danny, den ich auch gestern endlich mal wieder getroffen habe. Und nichts ist passiert. Und dann kommt er auf einmal zu mir. So, weißt du, und dann noch so, hey du, wir kennen uns noch von Madeira. Hey, schön dich zu sehen. Ja, ich muss dir leider sagen, dass du hier nicht sein darfst. Dann quatsch mich doch nicht voll, Alter. Das ist mir scheißegal, dass ich vor 8 Jahren mal mit dir essen war. Wenn du mich dann rausschmeißt, dann gib mir doch diese Information nicht. Junge, ja, und das impulsive Statement, das wirklich impulsive Statement, was Ihre Aussage nochmal bestärkt, dass ich wirklich ein aggressiver Mensch bin, den man nicht unter Kontrolle hat, ist, da reden Sie von dem hier. Ich bin hier gerade in Köln bei der Experian von Saturn und durch diese Gamescom-Sache, die ich hatte mit den 2 anderen, haben die mich jetzt einfach rausgeschmissen. Ich habe gar nichts gemacht, voll zur Laune hierher gekommen, und voll zur Laune, alles von Laune, die sagen, nee, das ist das übertrieben impulsive Statement, was ihn nochmal bestätigt, dass ich... Sehr impulsiv. Ich meine, gut, ich habe das jetzt auch nicht so ganz richtig verstanden. War das jetzt also im Endeffekt nicht der Veranstalter Gamescom, sondern der oder diejenigen, die Hallen irgendwie da stellen oder was? Die haben jetzt gesagt, raus. Ja, muss er mit rechnen und muss er dann auch mit leben, weil auch er hat im Endeffekt da den Harten gemacht, rumgepöbelt und am Ende ja auch dazu beigetragen, wo es hingeführt ist. Aber dann müssten halt auch die anderen eigentlich Hausverbot bekommen. Die ganzen Stehlampen da, ne? Die müssten da ja auch noch irgendwie. Also, ist genauso wie wenn Twitch jetzt im Nachhinein, ich habe noch nichts davon gehört irgendwie, dass die irgendwie gebannt sind oder so. Sobald ich da irgendwie was mitkriege oder so oder ein Video kommt, gehen wir da natürlich rein. Auch das müsste jeder, der da dran beteiligt war, hinnehmen. Wenn Twitch sagt, ihr kriegt einen Bann oder eine Sperrung von 3 Monaten. Ey, es ist hart, aber das ist im Endeffekt deren Richtlinie, soweit ich weiß. Mit sowas wollen die eigentlich nichts zu tun haben. Und dann hast du dich gefälligst zu benehmen. Fertig, ne? Ich lieber, dass es besser war, mich da lieber nicht dabei zu haben. Wollen die mich verarschen? Ist es deren Ernst? Das meinen die ernst, das hat er geschrieben. Das hat dieses Social Media Team geschrieben auf Twitter. Ich habe eine Story gemacht, wo ich den Leuten gesagt habe, schade, dass ich hier rausgeflogen bin. Und die sagen so, wow, ey, Digga, von dem müssen wir mal lieber Abstand geben. Ich kann verstehen, wenn der ist echt toxisch. Wenn dir das schon impulsiv war, dann kann ich verstehen, warum die Angst vor dir haben, Digga. Sorry, aber was ist denn das? Also das ist so ein überzogenes Verhalten. Ich nie irgendwas mit dir zu tun gehabt. Schön, dass ich dann 800 Storys von allen Leuten gesehen habe, wie sie denn da gefeiert haben, zusammen Karaoke gemacht haben und alles. Und ich so, schön. Und dann waren wir gestern noch im Restaurant, wo die Hälfte der Leute Durchfall bekommen haben. Ich werde jetzt nicht über das Restaurant reden, wo wir am Ende noch waren, aber wir hatten alle 3 auf einmal Bauchschmerzen und ich musste dann auch leider zwingend nach Hause, was vielleicht auch besser gewesen wäre. Erstmal schön Sprühstuhl. Weil wir wollten noch in diese Flamingo-Bar, wo, glaube ich, es wieder auf das ein oder andere Treffen hinausgelaufen wäre. Und dann, naja. Ja, wenn du jetzt nach der Definition von impulsiv gehst, dann bist du natürlich richtig. Aber hier steht es ja in einem Kontext, der mich ja zu dem verbinden soll, was passiert ist auf der Gamescom. Man redet hier ja nicht von dem eigentlichen Ursprung der Impulsivität. So, Impuls, ich mache jetzt das, das war jetzt impulsiv gewesen, sondern man wollte ja gezielt darauf ableiten, dass ich, mich gezielt deformieren und mich so darstellen, als ob ich ein Statement gemacht hätte, was davor genauso ausrastend gewesen wäre, wie die Aktion auf der Gamescom. Das ist ja damit gemeint. Also so braucht man nicht argumentieren. Ich habe kein Problem damit. Wie gesagt, die Experian hat Hausrecht. So, ich finde es ein bisschen überzogen, weil die Gamescom hat das nicht gemacht. Wenn ich die Gamescom rausgeschmissen hätte, hätte ich es verstanden. Dann hätte ich es verstanden, weil dann hat der große Bruder so entschieden, so, dann kann der kleine Bruder auch entscheiden, dann hat er auch das, weißt du, aber jetzt hier so auf überzogen rumlabern, das fand ich zu viel. Die haben das Hausrecht, die dürfen tun, was sie wollen. Das Statement war absolut unnötig, mich so darzustellen, als wenn ich jetzt auch noch vor der Experience aggressiv gewesen wäre. Und das war deren Ziel gewesen mit dem Post. Hat nicht funktioniert, hat man auf Twitter schon gut gesehen, dass viele Leute dann gesehen haben, oh ja, das war jetzt richtig schlimm gewesen. Dieses, wie sie sich weiter darauf bestärken wollen, dass ich irgendwie angespuckt habe. Es gibt 1000 Videos aus 1000 verschiedenen Winkeln. Ich habe nicht gespuckt. Na, 1000. Ich habe nicht gespuckt. Die haben sich darauf festgefahren, weil die gesehen haben, oh, die Leute reagieren darauf, dass...
Ja, so 990. Dass sie denken, dass ich gespuckt habe. Ich muss sagen, ja, der Videoclip sieht echt scheiße aus. Das sieht halt wirklich so aus. Aber man sieht genau, ich habe den Mund nicht auf und ich habe nicht gespuckt. Ich habe ihn geschubst und dadurch sah das so aus. Ich habe ihn geschubst. Nachdem er zweimal einer Frau sehr, sehr, sehr grob gegenübergestanden hat. Und Sindler, danke schon für den Prime Sub. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Aber du warst sehr aggressiv. Ja, das leugne ich doch gar nicht. So. Nee. Nee, ich war gar nicht aggressiv, natürlich. Stand nur da. Tja, halt Adrenalin, ne? Ist ja normal. In so einer Situation. Ja, ich habe das gesehen, Stay hat am Anfang übelst scheiße geredet. Die hat scheiße gesagt, dass ich auch gespuckt habe und sowas. Und dann hat er irgendwann seine Aussage revidiert. Das sind halt die Sachen. Stay hat eine unglaubliche Reichweite. Sieht da irgendwas und sagt sofort, er hat gespuckt. Ich muss sagen, wie gesagt, der Clip sieht halt wirklich aus, als wenn ich gespuckt hätte. Habe ich aber nicht. Sieht man, wenn man genau nah reingeht, sieht man, dass mein Mund nicht ist und dass ich das ist nur so speichelt. So, ich dachte noch, dass er vielleicht meint, dass ich vielleicht eine feuchte Aussprache habe, wenn man sich gegenseitig anschreit. Aber er meint, er hat gespuckt, explizit. Und das mit Stay, das war auch scheiße. Aber er hat es ja Gott sei Dank nochmal gerade gestellt. Hey, sowas auch passiert naja. Auch. Ja. Spilo, danke schön. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und Janni, danke schon auch für dein Sub. Ich werde auf gar nichts mehr reagieren. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Das sind jetzt schon zu viele Schlagzeilen und sowas. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass irgendwelche Leute denken, dass ich ein Gewalttäter oder sowas bin. Ich hasse mich prügeln. Ich hasse Gewalt. Ich kann damit gar nichts anfangen. Das ist halt nur dieser Ungerechtigkeitsgedanke. Warum habe ich keinen Bock? Ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie ein Schräger oder sowas bin. Bin ich nicht. Foto und TR Blooper haben gesubbt. Dankeschön für die Subs, Leute. Vielen Dank. Du kannst doch nicht einerseits die ganze Zeit eine Welle machen. Das geht jetzt einfach wieder ins Klo. Die ganze Zeit am Provozieren, geht zu einem TikTok-Stand, labert irgendeine Scheiße. Ich bin dafür, dass Edward Hate entfernt wird. Labert da die größte Scheiße, läuft da rum, als ob er hier der Chef wäre, als ob ihm hier alles gehört. Belästigt da die TikTok-Mitarbeiter und geht den auf den Sack. Und dieser Edis, der war die ganze Zeit dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob die ihn bezahlt haben, aber der ist die ganze Zeit mitgelaufen. Warum läuft er denn die ganze Zeit mit? Alter Bubo! Und mir auch scheißegal, ob sich irgendwer versteckt. Ich will gar nichts mehr. Selbst wenn die jetzt neben mir steht, ich habe keinen Bock mehr darauf. Wenn das. Ich will das gar nicht so. Wenn das jetzt. Auf Messen wird gar nichts mehr passieren. Ich will nicht mehr, dass irgendwer irgendwas aufnimmt und ich wieder als der Schlimme dargestellt werde. Alle Leute, die mich privat kennen, wissen. Ja, ich bin impulsiv, aber ich bin bestimmt kein Typ, der irgendwie jetzt unbedingt Stress haben möchte. So, ich bin nur darauf vorbereitet, dass das passiert, weil es halt einfach in der heutigen Zeit so ist, dass viele Leute einfach frech werden. Das Problem ist, dadurch, dass medial schon so oft meine Impulsivität zum Vorschein gekommen ist, fühlen sich viele Leute halt auch irgendwie getriggert, sich noch messen zu wollen. Und das nervt mich so, dass ich dann irgendwo langlaufe, ey, Tanzika 101. Und ich so, Mann, Junge, nerv mich doch nicht, lass mich doch einfach leben, Mann. Was soll denn das? So, wollen wir langsam mal? Mal ein bisschen gucken hier, ob wir hier rumlaufen können, wenn es mir zu stressig wird, dann heul ich und sag bitte halt auf. Ja, das war Tanzis Statement. Im Endeffekt war das vollkommen okay. Das war keine billige Schadensbegrenzung oder sonstiges. Er hat zugegeben, dass es scheiße war. Er hat zugegeben, dass alle Seiten Schuld haben. Wie gesagt, es hätte nicht so weit kommen müssen. Aber es ist jetzt passiert, es ist nicht mehr wegzumachen. Man kann jetzt irgendwie nur gucken, dass man wirklich das Beste daraus macht. Und ich fand, das war jetzt wirklich okay. Wie gesagt, zugegeben, dass es scheiße war. Ich brauche das jetzt nicht nochmal wiederholen. Hat er ganz gut gemacht eigentlich, das Statement. Ist wirklich solide. Und in diesem Sinne habe ich da auch nichts mehr zu sagen. Glaube ich. Mal kurz überlegen. Nö. Ist halt scheiße gelaufen. Die Casino-Streamer, ja, in meinen Augen Müll, würde ich mich von distanzieren. Ist einfach so. Sind Vollpfosten in meinen Augen. Fertig ist das, ne? In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Geht auch ruhig nochmal bei Tanzi auf den Kanal. Lasst Liebe da. Lasst bei mir ein Abo. Lasst ein Like da, wenn ihr neu seid und so. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis denne.